Ja, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen App-Review. Und zwar ist das diesmal wieder eine App-Review auf Anfrage. Und zwar wurde ich gefragt, was ich denn von der DJ-Application fürs iPad so halte. Daraufhin habe ich diese Application natürlich direkt mal für euch getestet. Und in diesem Video seht ihr die Testergebnisse sozusagen. Zunächst einmal finde ich die Application gut gelungen. Ich habe schon lange darauf gewartet, dass die fürs iPad endlich mal rauskommt, weil das iPad sich ja generell ganz gut eigentlich als kleine DJ-Konsole eignet. Generell ist die Umsetzung ähnlich wie auf dem PC gelungen. Das heißt, wir haben hier links und rechts zwei Turntable, 1 und 2. Dann haben wir hier einmal die Beats per Minute Einstellung. Wir können das Ganze hier unten synchronisieren und können natürlich auch hier leicht erhöhen und leicht abschwächen vom Tempo her. Ein Automix besitzt DJ fürs iPad auch. Wenn wir da drauf drücken, können wir diesen Automix einstellen. Und das geht eigentlich recht simpel. Gehen wir aber mal wieder raus und gucken uns mal noch den Rest an. Wir können Musik aus unserer iTunes-Bibliothek, die wir auf dem iPad gespeichert haben, auswählen, indem wir hier drauf drücken. Ist eine gute Sache, weil man dann natürlich die kompletten Titel direkt, die man sowieso schon auf dem iPad hat, dann im Direktzugriff hier in DJ rein importieren kann. Hier oben seht ihr die verschiedenen Soundspuren. Das ist auch ganz gut gemacht, weil ihr seht schon, die sind jetzt etwas weit weggezoomt, aber sobald ich hier reingehe, zoomen die sich automatisch so ein bisschen rein. Wenn man jetzt während eines Titels das macht, dann passiert das und das Ganze ist auch ganz gut gelungen. Jede DJ-Session können wir aufnehmen, indem wir hier oben auf den Knopf Aufnahme drücken und genau darunter befinden sich auch die verschiedenen Einstellungen. Da gibt es dann die Master Volume, das ist einmal hier die Gesamtlautstärke, dann ein Split Output. Es gibt jetzt einen Adapter, ich habe ihn bisher noch nicht gefunden. Wenn ich ihn finde, werde ich mir ihn auf jeden Fall zulegen. Damit ihr vorhören könnt, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Dann könnt ihr diesen Split-Output hier auch aktivieren. Die verschiedenen Einstellungen von DJ könnt ihr natürlich dann hier auch nochmal ändern. Ja, ihr könnt jetzt auch noch hier unter Hilfe und natürlich auch über das Programm einiges nachlesen. Aber von den Grundeinstellungen her sind es erstmal diese zwei Sachen dort oben. Dann gibt es hier noch die verschiedenen normalen Toneinstellungen, Soundeinstellungen, die ihr vornehmen könnt. Könnt ihr einmal Gain, High, Mid und Low einstellen. Das kommt natürlich dann darauf an, auf euren Geschmack, wie ihr das dann in einem Song einstellt. Gut, da gehen wir mal da raus und hier oben haben wir dann noch die letzte Einstellung, die wir vornehmen können. Und zwar ist das einmal die Track-Lautstärke. Das heißt, die Lautstärke des Titels, den ihr gerade abspielt, die könnt ihr hier oben ganz einfach durchschieben, verändern. Hier unten sind die grundsätzlichen Sachen einer Konsole und eines Mixers. Zum einen hier natürlich links und rechts der Fader. Könnt ihr hier rüberziehen. Dann habt ihr natürlich dieses DJ-Deck, wenn ihr es hier rüberzieht. Und wenn ihr es hier rüberzieht, habt ihr das. Oder wenn ihr beide synchron laufen lasst, könnt ihr es auch im Prinzip in der Mitte lassen. Dann könnt ihr natürlich hier ein Set machen. Das heißt, ihr könnt hier einen Cue-Point setzen mit dieser Taste. Der Cue-Point erscheint dann als ein Punkt auf der Platte. Und ihr könnt dann diesen Punkt hier mit dieser Taste beliebig oft wiederholen. Ist eine sehr nette Sache, zumal wenn man zwei Platten laufen lässt. So, jetzt zwei Platten natürlich synchron laufen lässt. Jetzt testen wir das Ganze mal aus an einem ganz normalen Beat. Und zwar kann ich euch jetzt hier mal die verschiedenen Funktionen kurz erklären. Ich lasse jetzt einfach mal hier einen Beat ablaufen. So, jetzt seht ihr schon hier sehr, sehr schön animiert. Die Platte dreht sich. Hier sehr schöner Laserstrahl animiert. Jetzt können wir hier das Tempo höher schrauben. Oder runterschrauben. Schalten wir es mal wieder auf 0. Gehen hier in die Einstellung rein und da können wir jetzt die verschiedenen Sachen verändern. Hier können wir die Dezibelanzahl beispielsweise hochschrauben. Auch hier und ein bisschen mehr Gain rein. Jetzt fast unerträglich. Aber so können wir das jetzt erstmal lassen. Jetzt können wir hier den Fader natürlich, können wir das Ganze ausfaden. Auf dem anderen Turntable läuft ja noch nichts, deswegen hören wir da auch nichts. Die Lautstärke können wir hier oben runterstellen. Und jetzt lassen wir mal den gleichen Beat im Prinzip auf der anderen Platte laufen und drücken mal hier auf Synchronisieren und jetzt passt mal auf, was da oben passiert.
Der springt nämlich jetzt genau an die Stelle, wo wir waren. Das heißt, wir können jetzt hier rüber gehen und der Titel bleibt der gleiche, weil er genau synchronisiert wurde. Jetzt können wir mit diesen Setpoints hier arbeiten, können jetzt mal einen Setpoint setzen. Und könnten jetzt damit ein bisschen rumspielen. Man muss das natürlich danach wieder synchronisieren. Aber generell funktioniert das Ganze ganz gut, wie so eine kleine DJ-Konsole eben funktionieren sollte. Macht auf jeden Fall Spaß, mit DJ fürs iPad zu arbeiten. Ist, denke ich mal, auch ein bisschen was Abwechslungsreiches. Man kann es, denke ich mal, auch bei Gigs mal als Spaß mit einbringen. Vielleicht auch als mehr. Ich sehe durchaus Potenzial in dieser Application. Macht Spaß, wie gesagt. Der Preis schwankt ja immer noch ein bisschen. Ist vielleicht für manche noch ein bisschen zu hoch, aber ihr bekommt dafür auf jeden Fall eine hochwertige Konsole, eine hochwertige DJ-Konsole fürs iPad. Insgesamt kann ich der Application auf jeden Fall mal 5 Sterne geben. Gefällt mir sehr gut, das ganze Ding. Und damit soll es das auch schon wieder gewesen sein für diese App-Review. Ich hoffe es natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, denkt bitte wie immer dran, den Daumen nach oben zu machen, meinen Channel zu abonnieren. Damit sage ich Peace. Bin hier raus und bis zum nächsten Video.